Geburt. Sri Chaitanya Bhagavata, Adi Kanda 2. Zuerst wurde im Radha-Land auf Gottes Wunsch Nityananda Balaram sichtbar. Im Monat Magha, am 13. Tag der hellen Monatshälfte, im Dorfe Ekachakra, im Hause des lauteren Brahmanen Hadai, wurde er von der Padmavati geboren. Er selbst, der Vater aller, tut so, als ob Hadai sein Vater wäre. Er ist Balaram selbst, der unter dem Namen Nityananda Avatara wurde. Um die Gefallenen zu retten, schweifte er im Gewand eines Avaduta in der Welt umher. Fußnote 334. Ein Avaduta ist ein schweifender Asket, der vollkommene Erkenntnis erlangt hat und sich um die Regeln des Sannyasi-Standes nicht mehr kümmert. Dann ereignete es sich im Hause Jagannath Mishras, der ein wirklich edler Brahmane war. Er ist Kashyapa, der Vater des Avatara Kapila. Er ist Dasharatha, der Vater des Avatara Rama. Er ist Vasudeva, der Vater Krishnas in Mathura. Er ist Nanda, der Vater Krishnas in Vraj. Er ist die Vereinigung aller dieser Wesensgestalten und seine lautere und treue Gattin Sachi ist wie die Mutter der göttlichen Welt. Sie ist Vishnu Bhakti in Person. Nachdem ihnen mehrere Mädchen gestorben waren, wurde ihnen Vishwarupa, ein edler Sohn, geboren. Er war eine Verkörperung von Schönheit. Von Geburt an hatte er kein Interesse an weltlichen Dingen. Von Kindheit an leuchtete ihm der Sinn aller Shastras auf. Und dann wurde er, der wusste, dass die Bhaktas so sehr leiden, selbst sichtbar. Jagannathas und Sachis Gestalten wurden voller Leuchten. Die Devas, Brahma, Shiva, kamen und sangen ihr Preislied, als Chaitanya noch im Mutterschoße war. Die Devas preisen ihn, dessen Gestalt in jeder Beziehung absolute Wirklichkeit ist, als den Ursprung aller Universen. Schöpfung und Auflösung von unendlich vielen Welten ist ein bloßes Spiel für dich. Deinen Willen und deine Absicht vermag niemand zu ergründen. Du vermagst alle Welten durch deinen bloßen Willen zu vernichten und mit einem Wort kannst du Kamsa und Ravana erschlagen. Und doch wurdest du als Rama in Dasharathas Haus und als Krishna in Vasudevas Haus Avatara und erschlugst Kamsa und Ravana. Wer wüsste wohl die Ursache deiner Lila? Nur du weißt, was in deinem Herzen vorgeht. Wenn du willst, vermag schon ein einziger deiner Diener unendlich viele Universen zu erlösen, und doch kommst du selbst und segnest die Erde. Du bringst alle Möglichkeiten der Lila, der göttlichen Lieblichkeit mit und spielst als Krishna in Gokula und jetzt als diese Avatare in Gestalt des großen Bhakta deiner selbst wirst du Kirtan tun und die ganze Fülle deiner Kraft Shakti austeilen. Die ganze Welt wird von Sankirtan erfüllt werden und in jedem Haus wird Prema Bhakti offenbar werden. Und welches Glück wird die Erde erfahren, wenn du mit allen deinen Dienern zusammen tanzen wirst? Wer über die Lotusse deine Füße ununterbrochen tief nachdenkt, dem wird alles Unheilvolle weggenommen. Alles Unheilsame auf Erden wird unter deinen Füßen verschwinden und dein bloßer Anblick wird alle lauter machen.
Du wirst freigebig die Vishnu-Bhakti verteilen, die in den Veden verborgen ist. Heißt es doch, dass du leicht Befreiung, Mukti gibst, die Bhakti aber verborgen hältst. Vergleiche Bhagavatam 5.6.18. Und diese Bhakti ist es, die auch wir Devatas begehren. Nun wird endlich der lang gehegte Wunsch der Ganga erfüllt werden, wenn du mit den Deinen in ihrem Wasser spielen wirst. Du, der du nur mittelbar in der tiefsten Versenkung gedacht werden kannst, wirst unmittelbar in Navadvip sichtbar werden. Deshalb gilt unsere Verehrung der Stadt Navadvip, denn dort in Sachi Jagannaths Haus wirst du Avatara werden. Also preisen ihn die Devatas täglich im Geheimen, bis der in Sachis Schoß verborgene Urgrund aller Welten sich am Vollmondstag des Palguna-Monats sichtbar machte. Fußnote 335: Palguna ist einer der indischen Mondmonate. Es handelt sich um den Vollmond Ende Februar, Anfang März. Murari Gupta 1.5.2-28. Achyutya Bhagavan, der Höchste, ging in den Geist des Brahmanen Rishi Jagannath ein. Diese große Leuchtkraft wurde von Jagannath empfangen und nach einer gewissen Zeit empfing die Saji, die wirklich Seiende, die sich treu ihrem Gatten widmete, Gottes Aspekt. Und diese Leuchtkraft wuchs an, so wie die Mondsichel in der hellen Monatshälfte. Als Jagannath, der heilige Liebe besaß, Saji sah, die einer Gestalt von geschmolzenem Golde glich, ward sein Geist von ekstatischer Freude erfüllt. 2-5. Brahma und die anderen Devas, die himmlischen Sänger und Indra, sahen diese Gestalt in höchster Freude. Mit gefalteten Händen und tränenerfüllten Augen priesen sie die heilige Mutter und neigten sich tief zur Erde. 6-7. Ich verehre dich, die du immerdar die Mutter Gottes bist. Du bist Haris Mutter Aditi. Du bist der Schoß der Veden, der Schoß von Hari selbst. Du bist die Devaki, du bist Rohini, du bist Yashoda. In deinem Schoß trägst du ihn, der das Kirtan genannte Opfer verbreitet. 8-11. Also preisen sie das große Glück des finsteren Zeitalters und tanzen und sind überwältigt von dienender, erkennender Liebe. 15. Jagannath Mishra, der Erkenntnis erhalten hatte, sah den Sohn mit seinen weit aufgeblühten Lotusaugen, das Gesicht hellstrahlend wie der volle Mond, strahlend wie Gold, mit seiner Leuchtkraft wie eine Sonne, die Finsternis der 6 Himmelsrichtungen vertreibend. Und er kam nicht ans Ende seiner Freude und Liebe. In höchster dienender Liebe konnte er nur stammeln. 18-19. Zur Zeit seiner Geburt ergriff Rahu, der Dämon der Finsternis, den Mond. Fußnote 336. Unmittelbar vor Beginn der Mondfinsternis wurde Krishna Chaitanya geboren. Zu dieser heiligen Zeit taten die Menschen Ruhmpreis Narayanas. Fußnote 337. Die Menschen sangen den Gottesnamen, doch sie taten es keineswegs in Bhakti, sondern aus Furcht vor dem Unheil, das die Finsternis hervorrufen kann. Zu dieser heiligen Zeit taten die Menschen Ruhmpreis Narayanas, badeten in dem lauteren Gangeswasser, übten kultische Verehrung, spendeten Gaben und wuschen ihre Befleckung ab. 20-21.
Nilambara Chakravarti, Fußnote 338. Chakravarti, der Vater der Mutter Chaitanyas, ist in der Krishna-Lila von Vraj Garga der Hauspriester der Eltern Krishnas. Bhagavatam 10.8.7-20. Nilambara Chakravarti, der alle Shastras Wissende, war in ekstatischer Freude über die Geburt. 22-23. Der Weise, der Kenner der Geburtszeit, klärte Jagannath und Sachi auf. Dieser Knabe wird ein Löwe unter den Menschen werden. Er wird ewiglich der Retter aller Menschen sein. 25. Wohl und kühl, Grundlage aller heiligen Ordnung. Allen Wesen Zufriedenheit und erkennende Liebe gebend. 26. So wie der volle Mond, der Befreier der Geschlechter von Vater und Mutter. 27.